Einen wunderschönen, wunderschönen. Ich begrüße euch zu einem heutigen Unpacking meinerseits. Ich habe Post bekommen mit etwas ganz, ganz Besonderem drin. Aber zu dem kommen wir ein bisschen später. Zunächst einmal ein großes Dankeschön an euch. Wir sind jetzt 120 Abonnenten. Da kann die Party starten. Das letzte Video ist vor allem richtig positiv aufgenommen worden. Das freut mich wahnsinnig. Und ich hoffe, das geht so gemütlich weiter. Also für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, grüß euch, was gibt's da? Ihr seht es im Hintergrund oder auf der Seite ein bisschen. Bisschen was mit Filme, bisschen was mit Musli, zwischendurch ein paar Drumcovers, das war's auch schon. Und natürlich, wie gesagt, ein bisschen was Unpacking-mäßiges, aber ja, ein kleiner Kanal, um den Alltag zu entfliehen oder dass auch ich den Alltag ein bisschen entfliehen kann. Und wie gesagt, großes Dankeschön dafür, für das Abonnement, für die wirklich vielen, gefällt mir vom letzten Video. Freut mich wahnsinnig, dass es anscheinend gut angekommen ist. Und wir gehen weiter heute eben mit einem Unpacking. Und zwar habe ich mir von einem guten Bekannten etwas anfertigen lassen. Denn der gute Herr ist Schmied, beziehungsweise Hobbyschmied, oder ob er es beruflich macht. Nein, ich glaube, er bastelt eher für LARPs oder Conventions gewisse Sachen. Und ich werde euch hier jetzt einfach einmal ein paar Fotos einblenden, was der gute so gebastelt hat. Und wie man hier schon sehen kann, ich bin so ein kleiner Freddy Krueger Fan. Was man hier schon an diesem schönen Replika, das leider da schon einen Riss hat, weil ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, wo ich mir das damals bestellt habe, zu blöd war, den richtig anzuziehen. Du kommst mal wieder da rein. Und ich habe mir von dem Kollegen, den Kollegen gefragt, so, hey, wie sieht denn das aus? Kannst du mir das anfertigen? Der so, jo, kein Problem. 8 Stunden später war das Teil fertig und ist jetzt bei mir. Wenn ihr irgendetwas Besonderes euch anfertigen lassen wollt, ich gebe den Link zu seinem YouTube-Kanal mal unten rein, denn der macht auch sehr amüsante und auch sehr interessante Entstehungsvideos zu seinen Projekten, die er macht. Also wer will, kann er gerne vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt aber sofort ins Unpacking rein. So, andere Perspektive mal wieder, kann man ja mal machen. Und auch heute nur ein kleines Messerchen, weil mit dem anderen großen Teilen ist es ein bisschen umständlich, sage ich einmal. 3 Stunden später. Mit dem Kleinen geht's leichter natürlich. So, was haben wir gesehen? Oh Gott. Oh. Ach, ist das schön. Also, das ist richtig herrlich. Haha, muss ich mich so ein bisschen erheben von meinem Boden. Also, das spricht schon auch für ihn. Aha, komm her, du. Soll ich das hier auch noch aufmachen? 6,5 Stunden später. Auf einer kleinen Plakette. Also, das ist so Eisen, das ist so richtig. Come to Freddy, und man kann sich ja schon fast denken, was da drin ist, denn die Replika ist zwar ganz nett, aber boah, ist es schwer. Ist es schwer. This is a Krüger-Fredel Klingenhandschuh. It Krüger-Fredels der Klinge. Das ist alles hier von dem Kollegen selbst gemacht. Das ist alles per Hand von ihm angefertigt. Schaut euch das an. Also der Handschuh ist, wenn ich es richtig kaufe, ein Schweißerhandschuh. Also er hält auch einiges an Temperaturen aus. Das bedeutet, für Fotoshootings kann man da auch kurz etwas glühende Kohle oder sowas in die Hand nehmen, damit man einen guten Effekt bekommt. Die Halterungen sind hier mit Draht. Und da haben wir auch einen extra stabilen Gürtel für das Befestigen der Hand. Und hier die Plakette, das ist alles massiv.
Und die Krallen sind auch stabil. Und ja, ich muss das Ding anziehen, da hilft nichts. Aber schau mal, wie es der Wohlfühlfaktor ist. Oh ja. Oh, so, reingelupft und dazu gemacht. Das ist schon eine, also im Vergleich zu der Replika, die ich hatte. Die Replika hat mir auch ein bisschen ein Sümmchen gekostet. Und im Vergleich jetzt dazu ist dieses Ding, glaube ich, um das 10-fache robuster. Na komm, gehst du doch rein. Mistig. Hab dich mal nicht so. Ja, okay, deswegen. Und Tragekomfort ist auf jeden Fall vorhanden. Und in Zeiten, wo man sich ja nicht im Gesicht anfassen darf, kann man dafür auch das schön so als Gesichtkrätzerchen oder so als kleine Rücke. Oh ja, das ist gut, das ist fein, ja. Also, ich bin restlos begeistert, weil ich habe da das Problem bei der Replika beim Ringfinger, dass die Halterung für das obere Ende meines Fingers zu weit vorn war, dass ich immer so rausgelupft bin. Hier habe ich jetzt hier die volle schöne Bewegungsfreiheit mit diesem Teil. This is really good shit. Also das freut mich gerade. Hoppala! Ja, die sind sogar ein bisschen scharf, das ist schön. Also, das ist ein Einzelstück sondergleichen. Also, da wurde jetzt nichts mehrfach angefertigt. Das ist so ein Einzelstück. Wer auch sowas sein eigenen will oder sowas ähnliches, wie gesagt, ich gebe unten den YouTube-Link von dem Kollegen rein. Und ja, ich sage danke für die Aufmerksamkeit und ich glaube, ich gehe mir jetzt mal einen Apfel genehmigen.